Koppeln Sie die Fernbedienung, indem Sie den Hauptschalter an der Heizplatte anschalten und die Fernbedienung mit der Plus- und Minustaste gleichzeitig drückend koppeln. Hier ertönt ein Piepton und im Display steht Connect. Sie haben die Fernbedienung erfolgreich mit der Heizplatte verbunden. Sie haben anschließend die Möglichkeit, das Thermostat, das in der Fernbedienung verbaut ist, folgendermaßen zu steuern. Zeit und Datum einstellen. In der Displayleiste Symbolleiste muss das Off-Zeichen aufleuchten. Hier die M-Taste lang drücken, um in folgende Menüpunkte zu gelangen. Einstellung der Zeitzone 12 oder 24 Stunden. Wochentag. Zeit in Stunden. Zeit in Minuten. Sommerzeit, ja oder nein? Temperaturauswahl Grad oder Fahrenheit. Anschließend mit der OK-Taste bestätigen. Manueller Modus, Dauerheizen. Temperatureinstellung mit den Plus- oder Minustasten einstellen und per OK bestätigen. Die M-Taste drücken. Heizsymbol leuchtet unten im Display auf. Hier heizt die Platte grundsätzlich auf die Temperatur, die Sie eingestellt haben. Sie können die Temperatur am Thermostat von 0 auf plus 70 Grad einstellen. Programmiermodus. Im Display muss das Off-Symbol stehen. Hier nur kurz die M-Taste betätigen und Sie kommen in ein Untermenü. Das bedeuten die einzelnen Modi. Modus 1, dieser läuft von Montag bis Freitag. Modus 2 läuft von Samstag bis Sonntag. Modus 3 läuft die ganze Woche von Montag bis Sonntag. Modus 4 ist aktueller Tag in der Datums- und Zeitauswahl. Um hier zur einzelnen Auswahl zu kommen, drücken Sie im passenden Modi die Plus- oder Minustaste, um diesen von Off auf On zu stellen. Drücken Sie nun OK, um die Temperatur einzustellen und bleiben Sie anschließend lange auf M-Taste, um den Start- und Endtimer einzustellen. Für die Auswahl der Timer-Funktion in den einzelnen Tagen drücken Sie bitte Plus oder Minus, um Ihre Start- und Endzeit festzulegen. Wenn Sie die M-Taste betätigen, springen Sie zwischen den Tagen hin und her. Drücken Sie anschließend die OK-Taste, um die Einstellungen zu speichern.